So, guten Morgen. Guten Morgen. Nach einer sehr, sehr regenreichen und nassen Morgen, es hat die ganze Nacht durchgeregnet bis heute Morgen, haben wir es nun endlich geschafft, nachdem jetzt mal endlich die Sonne rauskommt, alles halbwegs trocken einzupacken. Und dann kann es jetzt weitergehen. Ja, und dann geht es jetzt weiter. So, da ist der tägliche 14 Uhr Regen wieder. Hoffentlich bleibt es nur beim Schauer, nicht wie gestern, dass es einfach 13, 14 Stunden durchgehend regnet. So, Glück im Unglück gehabt. Regen ist an uns vorbeigezogen. Wir haben nur gerade so eine Ecke von abbekommen. Ein bisschen nass geworden. Ein bisschen nass geworden, ja. Aber wir haben Schlimmeres erwartet. Wir hoffen, dass wir jetzt ein bisschen Glück haben. Da wir da so ein bisschen blauen Himmel haben. Ja, mal abwarten. Der Regen hat sich schön nach da hinten verzogen. Das sieht man auch ganz gut. Ganz schön doller Regen. Der Boden klebt auf jeden Fall ordentlich. Ja, so ist so ein Lehmboden, ey. Weil der nass ist, klebt man richtig schön fest. Aber wir haben noch 270 Höhenmeter bis zum höchsten Punkt. Dann geht es erstmal runter und dann geht es wieder, wieder 1000 hoch. Ja. Ah, ja. So, wir sind wieder am höchsten Punkt. Ich bin sowas von K.O. Ich kann schon fast nicht mehr fahren. Ich musste die letzten paar Meter schieben, weil es richtig steil war. Und habe auch richtig schon Seitenstiche und Krämpfe überall. Basti ist da jetzt oben reingegangen, da hat man nach dem Schlafplatz geguckt. Nix. Dann müssen wir wohl weiterfahren. Das war ein Ärger, echt. Und es fängt auch schon wieder an, leicht zu regnen und alles ist neblig. Basti muss pipi, okay. Das wollen wir nicht filmen. Ja, mal gucken, wann wir was finden. Ja, einen Schlafplatz haben wir dann doch noch gefunden. Da haben wir gerade im Trocknen das Zelt aufgebaut bekommen, dann fing es wieder an. Dann haben wir im Zelt gewartet, bis es aufgehört hat. Dann hat es aufgehört, dann haben wir schnell das Tarp aufgebaut und der ist mir da drinnen schnell fertig gemacht. Ja, jetzt sind wir gerade am Essen. Ich habe gerade Essen gekocht, jetzt regnet es wieder. Es gibt Nudeln mit so einer gelben Soße, die heißt Tachi. Die ist super lecker. Die ist echt gut, hat auch ein bisschen Würze. Und Jasmin sitzt drin, weil ja kalt ist. Eigentlich ist es nicht so kalt, aber wenn man nass wird und geschwitzt hat und dann, wir sind bei über 3000, glaube ich. Ja, über 3000. Dann ist es halt echt kalt und dann ja, muss ich mich einwickeln im Schlafsack. Aber mein Schlafsack ist super gut, also der hält was aus. Ja, jetzt essen wir und dann verschwinde ich auch ins Zelt. Guten Morgen. So, wir fahren jetzt hier einmal die Schotterserpentinen runter. Unten kommt ein Fluss und dann da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da schlängeln sich die Serpentinen wieder hoch. Da hinten geht der langgezogene Weg entlang und da oben ist die Stadt, das Dorf, wo wir heute hinwollen. Und da wollen wir uns ein Hotelzimmer nehmen, in der Hoffnung, dass es einigermaßen akzeptabel ist, weil hier ist es ein bisschen schwierig in den Bergen und in Peru.
Und das ist das erste Mal nach 1,5 Wochen oder so, dass wir endlich mal duschen können und auch unbedingt alles aufladen, weil unsere Akkus sind ganz schön leer. Und jetzt scheint zwar ein bisschen die Sonne, aber normalerweise haben wir überwiegend Regen. Das heißt, wir können Solarpaneele nicht benutzen. Und über das Fahrrad, über das E-Werk, lädt es halt berghoch nicht. Ich habe es jetzt angeschlossen, die GoPro-Akkus, mal gucken, wie weit es lädt. Aber deswegen, wir müssen unbedingt Strom haben, sonst gibt es keine tollen Aufnahmen mehr. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Typischer kleiner Laden. So, wir essen hier gerade unser, was wir ergattert haben im Supermarkt. Dieses Ding hier, Minimarkt, ihr wisst ja, wie das hier aussieht. Das Teil hier hat mich eben voll angelacht. Jetzt habe ich da reingebissen und es ist steinhart. Und es ist seit einem Jahr abgelaufen. Das Ding hier. Man kriegt hier nur abgelaufene Sachen. Mein Eis, was ich hatte, das war komplett frostig. Wie heißt denn das? Wenn das so Gefrierbrand bekommt, genau. Und dann haben wir jetzt hier noch so Brötchen. Die sind erst seit 5 Tagen abgelaufen. Aber da habe ich gedacht, egal, die fühlen sich weich an. Weil die letzten Brötchen, die wir jetzt hatten, die wir heute Morgen noch gegessen haben, die leider steinhart waren, was du beim letzten Mal bekommen hast. Also die Leute geben einem teilweise die Sachen, wenn man sagt, man möchte das haben, dann geben sie einem das. Und das war einen Monat abgelaufen. Also ja, man kriegt sowieso nicht viel zu essen hier tatsächlich. Und das, was man kriegt, ist meistens abgelaufen. Ich habe nicht darauf geachtet, weil ich dachte, komm, wird schon gehen. Aber ja, abgelaufen. Das Schokoding seit einem Jahr. Gut. Die wir uns rausgesucht hatten, existiert gar nicht. Da mussten wir eine neue suchen. Und es hat geschüttet wie aus Eimern die ganze Zeit. Wir sind komplett sickennass und durchgefroren. Weil beim ersten und zweiten Regen, das war halt ein kurzer Schauer, haben wir gedacht, wenn wir die ganze Zeit berghoch fahren mit Regensachen, dann schwitzen wir nur und dann sind wir auch nass. Aber der dritte Regen war richtig doll und das hat auch nicht mehr aufgehört. Und es regnet immer noch und alles ist sickennass. Und wir haben jetzt aber hier das Zimmer und waren gerade schon duschen. Richtig heißes Wasser war das. Also ich stand da gefühlt eine halbe Stunde drunter, bloß um irgendwie aufzutauen. Und jetzt suchen wir uns was zu essen. Wir haben draußen gesehen, da gibt es ein Restaurant. Wir fragen, ob die Reis und Bohnen haben. Und hoffen wir, dass wir noch was zu essen kriegen. Mal sehen.
Ich bin ganz schön K.O. Also heute der Tag, der hat mich an Guatemala erinnert, wo wir den Berg da hoch sind. Also ich konnte schon fast nicht mehr weiter. Aber gut, man musste weiter. Klar, wir hätten auch irgendwo da im Nebel unser Zelt aufstellen können. Aber das Hotelzimmer hier hat uns gelockt. Und jetzt sind wir hier. Außerdem wollen wir die ganzen Akkus mal laden. Ja, genau. Und wir mussten die Akkus laden. Sonst hätten wir die nächsten Tage nichts mehr gefilmt. Und wenn es nicht geregnet hätte und es nicht so kalt geworden wäre, wäre das auch alles nicht das Problem. Nur die Kälte zieht so die Energie aus dem Körper raus, dass man sich mit aller Kraft dann noch irgendwie da hochschleppt. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt gucken wir, dass wir was zu essen finden. Mal sehen. Drück uns die Daumen. Ja, der gestrige Tag ist vorbei. Ja, heute geht es bei besserem Wetter weiter. Wir sind beladen mit nassen Klamotten. Ja, nasse Klamotten. Wir haben kaum noch trockene Sachen. Nasse Schuhe. Naja, wird schon deswegen, trocknen. Deswegen, heute ist es soweit, Premiere. Socken in den Sandalen. Ja, heute outet Jasmin sich als Deutsche. Weil meine Schuhe sind so sickenass. Da stehen schon Pfützen drin und jetzt ziehe ich Socken in den Sandalen. Gut, fahren wir mal los.
hören, dass man einen dollen Wind hat, wenn man bergab treten muss. Also es geht nicht doll bergab, so mit 1%, also minus 1, minus 2 maximal. Und zwischendurch auch ein bisschen flach. Aber jetzt gerade ist windstill, weil wir da eine Bergflanke davor haben. Aber wenn wir da um die Kurve kommen, ballert gleich wieder der Wind. Das ist so krass, ey. Oh, wenn man so mal bergab strampeln muss. Da ist er wieder. Das ist echt unnormal. Naja. So, wir sind jetzt unten angekommen von unserem Canyon. Der erste. Und jetzt geht's den Canyon da wieder hoch in die Berge. Der Canyon führt runter zur Küste. Und wir nehmen den. Und jetzt wollen wir mal da in dieser kleinen Ortschaft gucken, ob wir da was zu trinken finden. Und wir hoffen, wenn wir jetzt einen anderen Canyon hochfahren, dass wir Rückenwind haben. Weil bei unserem hier hatten wir die ganze Zeit richtig fetten Gegenwind. Deswegen, wenn wir Glück haben und der Wind kommt von da und der teilt sich hier auf, dass wir einfach hier und hier Wind haben jetzt. Hier Gegenwind und da Rückenwind. Das wäre toll. Wir hoffen das Beste. Wir haben ein Restaurant gefunden hier in der kleinen Ortschaft. Und Jasmin sitzt jetzt drinnen. Mach rein. So, es gibt nämlich Reis mit Bohnen und ein bisschen Salat. Ah, das haben wir uns jetzt verdient, bevor es gleich wieder hochgeht. Ich weiß noch nicht, ob ich den Berg da wieder hochkomme. Ah, doch. Sie haben gerade schon festgestellt, wir haben ein bisschen Rückenwind. So, fertig gegessen. Kannst gleich weitergehen. Das Ding ist demnächst ihren eigenen Creme. Sie hat trockene Haut auf der Nase. Und Nasenbluten gerade im Restaurant. Ja, sie... Basti sollte mich einfach hier lassen. Einfach zurücklassen. Die Schwachen muss man immer zurücklassen. Ja, wir wollten eigentlich abhauen und nicht das Essen bezahlen. Da hat sie von der Köchin einen auf die Nase bekommen. Nein, natürlich nicht. Oh. Nee, Jasmin hat manchmal Probleme mit Nasenbluten, wenn es zu trocken ist oder wenn man zu hoch in den Bergen ist. Da läuft es einfach raus. Ja. Muss man einen OB reinstecken, dann hilft's. Ja, dafür sind die eigentlich auch da. Nee, dann geht's jetzt weiter. Jetzt geht's wieder hoch in die Berge.